Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und heute bin ich mal wieder für euch in der Battle for Azeroth Beta unterwegs. Und zwar wollen wir heute uns wieder ein Gebiet angucken. Wir hatten uns ja das letzte Mal hier Tyrannsgarde Sound angeguckt und zwar möchten wir jetzt einmal Drustwa angucken. Und hier war ich, glaube ich, knappe 40 Minuten unterwegs. Diesmal will ich ein bisschen schneller durch sein. Und ja, das Gebiet ist auch ein bisschen kompakter als das andere, weil hier war das schon alles ein bisschen verwinkelt. Ich würde sagen, wir legen mal los. Also sprich, wir laufen hier quasi einmal über die Brücke rüber und sind dann direkt in Drustwa. Da sind wir auch das letzte Mal quasi stehen geblieben. Und ich habe jetzt den Sound mal ein bisschen lauter gemacht, beziehungsweise meine anderen WoWs im Hintergrund mal vom Sound aus, dass wir das ein bisschen besser erleben können. Und ihr seht schon, hier rechts sind wieder diese Echsenviecher, die ich so gerne als Mount haben möchte. Jetzt gucken, oh, was ist denn hier los? Da gibt es einen Galgen. Okay, da werden anscheinend Leute aufgehangen. Ah, hier. Aber da hängen Menschen auf, ne? Also, das gibt anscheinend ziemlich viel Reibereien unter den Kultiras, Fraktionen. Also, da ist es auch spannend. In einem anderen Gebiet drüben habe ich das schon gesehen, dass wir hier verschiedene Lager haben, die von diesen Kultiras-Menschen sind. Manche sind verbündet, manche sind feindlich. Ist ganz interessant zu sehen. Man weiß halt nie, wenn man in ein Menschenlager reinläuft, was dann einen erwartet. Jetzt machen wir den Sound doch wieder ein Ticken leiser, dass ich da nicht gegen anreden muss. Und zwar werden wir jetzt als erstes hier oben rumlaufen und dann quasi in das restliche Gebiet hier hintergehen, dass wir das so ein bisschen einteilen. Hier haben wir jetzt erstmal ein paar Wälder. Und ihr seht schon hier, dieses Binnengewässer in der Mitte ist ziemlich, ziemlich groß. Ne? Also das sehen wir hier nochmal auf der großen Karte. Da haben wir ja Boralos, die Hauptstadt. Die hatten wir ja im ersten Erkundungsvideo uns schon angeguckt. Und bis darüber ist es schon weit. Ich habe schon die weitestmögliche Sichtweite quasi angeschaltet. So, hier haben wir nochmal ein Lager. Das werden wir uns aber gegen Ende angucken. Wir laufen nämlich jetzt erstmal hier hinten hoch. Und zwar zu dem Gebiet hier, wo wir schon beim zweiten Erkundungsvideo waren, da haben wir ja schon einen Teil von dem Gebiet hier mitgenommen. Und zwar, wo wir hier oben erkundet haben, haben wir dieses kleine Eckchen auch noch mitgenommen. Sprich, wenn ihr das sehen wolltet, müsst ihr in das vorherige Video einmal reingucken. Genau. Drustwa. Okay, jetzt werden wir gleich mal sehen, ob das ein verbündetes oder ein feindliches Lager ist. Und ihr seht schon, hier sind Wölfe, okay. Und es sind auch feindliche Menschen drin, die einen Quest-NPC sehen. Und da seht ihr auch schon, das ist anscheinend ein Lagerchen, das uns nicht wohlgesonnen ist. Ich weiß auch nicht, warum da so viele Wölfe sind, ne? Wird man wahrscheinlich bei den Quests rausfinden. Gut, jetzt werden wir da einmal oben weiterlaufen. Und zwar seht ihr da im Hintergrund diese malerischen Berge, wo ich übrigens im letzten Video schon ein bisschen rumgehüpft bin da oben. Also da kann man hier bis zu diesem Gletscher nach oben laufen. Ist schon sehr, sehr beeindruckend. Sind einige Yetis oben und anderes Gedöns. Und ja, sah auf jeden Fall cool aus. Ich bin fast verreckt, als ich da runtergesprungen bin. Aber da ich hier ein Demon Hunter bin, geht das. Dann habe ich mir extra ausgesucht zum Erkunden, weil ich mir schon dachte, dass der ein oder andere Berg quasi meinen Weg kreuzen wird und das von Vorteil sein möchte. Hier für Viecher. Hört ihr die Geräusche? Die haben da wirklich so Bienenflattern drin. Krass. Ah, hier über die Brücke sind wir schon gelaufen und das Lager da hinten haben wir auch schon angeguckt. Wir können jetzt nochmal einen kurzen Blick hier von der Brücke aus reinwerfen. Das ist quasi da, wo wir das letzte Mal schon waren, mit dieser großen Hafenanlage, die übrigens feindlich gesinnt ist. Zumindest die linke Seite, die war feindlich gesinnt und die rechte Seite, die war verbündet mit uns und da wurde irgendwas abgebaut. Ich war mir da nicht so ganz sicher, was da abgebaut wird. Auf jeden Fall bauen die da irgendwas ab, was einen Haufen Maden anzieht. Also da war die Stadt quasi voller Maden. Was mich ein bisschen irritiert hat, aber gut. Irgendeine weiße Substanz haben sie abgebaut. Es sah aus wie Eis, aber wer baut denn Eis ab? Vielleicht brauchen sie es auch, um irgendwas zu kühlen, wer weiß. So, jetzt laufen wir mal hier durch diesen Bienenwald durch. Und irgendwo habe ich gesehen, dass es auch einen Bienenmount geben soll. Stelle ich mir ein bisschen irritierend. Oder sind es eher Hummeln? Drone steht hier dran, okay. Was schlussendlich ist, es ist ein bisschen dicker als eine Biene, oder? Das Ding. So, laufen wir einmal über den Bergpass hier drüber und schauen mal, was dahinter ist. Übrigens, ich werde keine Höhlen und Gebäude im Detail erkunden, weil sonst zieht es das Video noch weiter in die Länge. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt und da waren wir schon bei knappen 40 Minuten. Deswegen, werden wir hier quasi nur durchreiten und nicht alles im letzten Detail angucken. Warte mal, hier war ich hier oben schon mal? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin irgendwo rumgeritten, wo ich verreckt bin, wo ich weiter wollte. Und hier sind ein Haufen Trocks und Eber.
weiß zwar nicht, was die miteinander zu tun, und ein kleines Kind. Und das hat das eine Maske auf? Das sieht irgendwie so aus. Das hier. Also ich dachte, da ist ein kleiner Adal, aber das ist eine Pflanze. Und hier haben wir eine Höhle, die anscheinend noch nicht ganz fertig animiert ist. Und ihr seht, da fallen wir wahrscheinlich durch. Die werden wir jetzt mal nicht betreten, weil ich möchte nicht durch die Map fallen. Muss halt immer noch mal dran erinnern, das Ganze ist noch im Beta-Stand und dementsprechend noch nicht ganz fertig, ne? Also deswegen können hier immer noch so kleine Grafiksachen auftauchen, die nicht ganz hundertprozentig sind. So, jetzt bin ich gerade im Überlegen, wie wir was machen. Ich will das hier unten eigentlich auch noch mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da irgendwie rüber können. Jetzt werden wir erstmal noch nicht diesen Pass hochlaufen, sondern gehen jetzt erstmal noch einmal hier unten rum und werden dann wieder hier hochlaufen, dass wir das mal so machen. So, und zwar gehen wir jetzt erstmal in diese große Stadt und die sieht ja zumindest so aus, ob sie mit uns verbündet ist, denn es gibt einen Flugpunkt und das ist immer so ein ganz gutes Zeichen, dass wir da nicht umgebatscht werden, denn mein Char, wie gesagt, ist nicht so ganz gut equipped, der hat hier gerade mal 185er Item Level. Gut, das ist nicht ganz so wenig, weil es gab ja diesen Item-Squish und man hat ein bisschen weniger, aber es sind halt lauter grüne Sachen und ja, man muss sich nicht mit jedem Gegner anlegen mit dem Gear. Ich weiß gar nicht, habe ich PvP an? Ich glaube nicht, oder? Schauen wir mal. Ach genau, hier kannst du PvP an- und ausschalten. Ich habe es jetzt mal nicht angeschalten, weil wenn hier ein 110er kommt, das muss nicht sein. Ah, und ihr seht schon, hier hat mir einer ein wenig Gold geschickt. Das passt wunderbar. Vielen Dank dafür. Wir wollen uns nämlich das Saurier-Mount kaufen. Und falls ihr das Video seht, könnt ihr mir gerne auf Anduin, also Beta-Server Anduin, falls ihr einen Beta-Key habt, ein bisschen Gold auf den Taylor DH schicken. Sobald wir 5 Millionen zusammen haben, werden wir es so machen, dass ich mir dieses Dings-Mount kaufe, dieses Saurier-Mount, was 5 Millionen kostet, wo man quasi ein Auktionär drauf hat. Ich will mir den einfach mal anschauen und ja, dann kann ich den euch auch demonstrieren und ein wenig zeigen. Und mal gucken, ob wir das zusammenkriegen. Man kann sich ja immer einen Char erstellen, den wieder, das Gold schicken, wieder löschen. Das ist eine Sache von 20, 30 Sekunden oder so. Mal gucken, ob wir das irgendwann zusammenkriegen. Dann können wir uns den ein bisschen näher betrachten. So, wir reiten jetzt mal hier hinten noch rum. Warum sind denn zwei Flugpunkte genau nebeneinander? Das macht irgendwie wenig Sinn. Das macht irgendwie wenig Sinn. Und hier sieht es irgendwie sehr, sehr duster aus. Sehr, sehr duster sieht es hier aus. Wir gucken mal dann gleich zu den zwei Flugpunkten. Was haben wir hier? Das ist ein Gebäude, wo man durchlaufen kann. Was ist das für ein Ding? Okay. Komisches Gebäude. Mitten in der Pampa. Da haben wir so eine Hexe. Und hier war ich, glaube ich, schon mal irgendwo. An diese Hexe kann ich mich entsinnen. Jetzt laufe ich nochmal hier runter und gucke mir an, was da noch so ist. Was haben wir hier? Da haben wir Allianz-Dudes, die hier Dings um Nuts. Und hier haben wir einen verbündeten Rare-Mob. Was macht der? Können wir mal anquatschen. Ja, den helfen wir jetzt aber nicht. Das würde jetzt zu lang dauern. Okay, hier kann man definitiv nicht rüberlaufen. Jetzt werden wir einmal hier rumgehen, wie gesagt, die Flugpunkte angucken und dann schauen wir nochmal hier oben, was da noch so weiter ist. Ob wir da noch irgendwas Neues gucken können. Oh, hier ist wieder so ein Gletscher. Interessant. Und ein paar Ruinen haben wir hier auch. Ah, diese Berge, ne? Man kann wahrscheinlich... Oh, was ist denn das für ein Viech? Hey, das sieht cool aus. Es sieht so ein bisschen steinelementarmäßig, aber in cooler. Das ist nice. Hier sind allgemein Skelette, aber das ist ein Steinskelett oder was soll das sein? Und hier ist anscheinend eine Höhle, die wahrscheinlich größer aussieht. Wie gesagt, ich gucke jetzt nicht die komplette Höhle an, ich will jetzt aber nur mal... Okay, das ist eine kleine Höhle. Frostelementar, das Model kennen wir, nichts Besonderes. Gehen wir mal nochmal raus hier. Und laufen mal hier hinter in die Stadt noch und gehen dem Mysterium der zwei Flugpunkte auf die Spur. Oder gucken mal, was da noch so rumsteht. Oh, schau mal her. Oh ja, das ist aber auch ein neuer Vogel. Also so ein Vogelmodel habe ich auch noch nicht gesehen. Zumindest vom Dingsbild. Ich sehe es jetzt hier nicht groß genug, wie es genau aussieht. So, was machen wir da jetzt? Wir sind zum Glück Demon Hunter und können da einmal runtergleiten. Und mit Wasserfällen, wie gesagt, sparen sie auch nicht. Also da hast du etliche in den verschiedenen Gebieten. Ja, Dungeons kann ich noch nicht machen, weil meine Chars quasi noch nicht hier irgendwie gequestet haben. Dungeons möchte ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Oh, was ist denn das Hässliches?
ist denn das Hässliches? Okay. Das sind richtig hässliche Viecher. Okay, dieses Lager wurde anscheinend von hässlichen Viechern überrannt. Ja, also da können wir schon mal keine Quests machen. Das sind irgendwie so Baumwesen, ne? Also ganz komisch schauen die aus. Wie gesagt, sobald ich hier durchlevel, will ich dann auch Dungeons laufen. Die werden wir uns dann auch im Detail angucken. Jetzt aber erst die Gebiete erkunden und dann schauen wir weiter. So, Flugpunkt haben wir angenommen. Nicht, dass ich ihn brauchen würde. Quasi haben wir jetzt hier den ersten Flugpunkt und direkt über der Brücke nochmal einen Flugpunkt, was meiner Ansicht nach überhaupt keinen Sinn macht. Aber vielleicht ist das eine ein Allianzflugpunkt und das andere ein Flugpunkt für jedermann. Oder es ist einfach buggy auf der Karte. Nee, hier ist kein Flugpunkt. Es ist anscheinend einfach buggy auf der Karte. Also es gibt hier keine zwei Flugpunkte, so wie es scheint. Ah, nee, weißt du was sein kann? Dass das kein Flugpunkt ist, sondern dass hier ein Schiff anlegt, das einem dahinter fährt. Ich habe nämlich gehört, es gibt hier so Fährschiffe. Es kann natürlich sein, dass das ein kleines Fährschiff ist, weil ganz ehrlich, so ein großes Boot wie im Stormwind Hafen tut sich wahrscheinlich hier in dem Gewässer, wenn wir jetzt mal gucken, das sieht recht seicht aus, er tut sich hier wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich nehme jetzt mal an, dass das so ein kleines Bötchen ist, das hier antuckert und uns vielleicht mitnimmt und nach Boralos fährt. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, ne? Ob dem so ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere im Stream jetzt zu Wort melden, der das schon weiß. Ob meine Annahme hier richtig ist oder ob das totaler Blödsinn ist. Ne? Also ich spekuliere ziemlich viel. Ich habe auf der Beta noch fast nichts gemacht, weil ich mich ja eigentlich nicht spoilern lassen wollte. Und ja, jetzt ich doch zu ungeduldig war und zu neugierig und mir das doch angucken möchte. Und dann, wenn ich es mir schon angucke, wollte ich es mit euch ein bisschen teilen. Gut, jetzt laufen wir einmal hier den Weg hoch und werden jetzt mal den hinteren Teil noch angucken. Und schauen, was wir da noch so ein bisschen vorzufinden haben. Ich hätte es, glaube ich, ein bisschen anders machen sollen. Ich hätte erst hier hinterlaufen sollen und dann da hoch. Jetzt müssen wir quasi den ganzen Weg zweimal laufen. Aber gut, ich denke mal, auf den ersten Blick sieht man eh nicht alles. Und ein zweiter Blick schadet nicht, ne? Ich finde auch die Bäume gut an dem Bild, ne? Wenn du jetzt, schau dir mal den Baum an. Wenn du jetzt vergleichst mit Classic, wie da die Bäume aussahen, ne? Da ist das schon echt ein großer Sprung. Wobei, in Dings fand ich es ja auch gut. In Warlords of Draenor, da gab es auch hier im Dingswald, also da wo Terrorka ist, beziehungsweise wie heißt das jetzt in Dings? Talador hieß das. Da fand ich die Bäume auch sehr, sehr schön. Hast du das Worry 325? 325 ist, glaube ich, relativ hoch. Also ich habe jetzt 185 Gear. Und das ist ja quasi jetzt dieser Item-Squish und Stats-Squish drin, deswegen kann man jetzt auch nicht mehr mit dem Live-Server das vergleichen mit dem Item-Level, ne, weil das ja, keine Ahnung, was das Gear auf dem Live-Server wäre, wahrscheinlich irgendwas 900, nehme ich mal an, was ich hier anhab, ne, als Test-Gear. Ich nehme es jetzt mal an, ich weiß es nicht genau, was das für ein Item-Level dann übersetzt wäre, aber man kann das so ein bisschen gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem einen Beruf hab. Warte, das müssten wir hier sehen. Ah, genau, ich habe Schneiderei angenommen. Und da sieht man das so ein bisschen, was man craften kann. Ich kann jetzt hier schon Items craften, die 210 sind. Sind auch 100. Also 210 Item-Level ist Minimum Item-Level 110, ne? Und man kann hier auch noch mal ein bisschen gucken, was quasi das höhere Gear wäre. Und zwar, oh, da kann man schon, ja, man kann schon da die 32er-Slot-Tasche bauen. Hier haben wir das Epic-Gear, was du ab 116 anziehen kannst. Das ist 385er Item-Level. Also nochmal ein gutes Stück mehr. So, jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir nicht falsch laufen. Genau, hier sind wir vorhin runtergerannt dann, ne? Und jetzt laufen wir quasi hier einmal über den Bergpass drüber. Mit 69, 79 kriegst du etwa 240, meinst du? Okay, kann ich null zu sagen, ich weiß es nicht. Aber es kann gut sein, ja? Ah, 260, 280, gut. Das sind natürlich jetzt Leute, die vielleicht hier auch schon mehr durchgespielt haben und schon ein bisschen mehr Ahnung haben als ich, ne? Wie gesagt, ich habe auf der Beta bis jetzt das mit dem Erkunden, was ich angefangen habe, noch nichts gemacht. Oh, okay. Oh, what the fuck, da ist ein großer von diesen Baumviechern. Der sieht nice aus. Und hier ist auch ein 120er wahrscheinlich. Ja, der hat 81k Life, nur ein bisschen mehr als ich. Das sieht nice aus, das Ding. Ein Golem heißt das sogar. Okay, warte mal, sollen wir dem nachlaufen? Nee, wir laufen jetzt den Weg. Ich glaube, wir bleiben schön auf unserem sicheren Weg und laufen diesem großen Viech nicht nach, das uns wahrscheinlich auseinandernehmen wird, wenn wir dem angreifen. Also die ersten Worldquests skalieren mit Item-Level 295 bis 310 Item-Level, schreibt er. Okay, aber gut, ihr seht es ja, ich habe ja den Chat noch mit eingeblendet hier, um so ein bisschen Tipps noch zu kriegen. Okay, und hier wird schon alles ein bisschen frostiger. Das sieht cool aus. Das spiegelt auch so ein bisschen
macht schon mehr her. Also man hat auch so diese Spuren hier drin. Das Eis haben sie jetzt mittlerweile auch ein bisschen besser animiert. Gefällt mir sehr gut. Könnt ihr euch noch erinnern an so alte Eisflächen aus Red of the Lich King, wo einfach nur so weiß war quasi, so ein bisschen Dings null gespiegelt und so. Das war, ist natürlich jetzt hier schon ein bisschen hochwertiger, ne? Man sieht schon, dass sich das Ganze ein bisschen weiterentwickelt. Hier haben wir so ein kleines Dörfchen hier oben. Gucken wir mal, was da unten im Tal ist. Ich würde sagen, ich gehe erstmal links und werde dann nach rechts oben mich halten. Oh, der hat sogar ein... Hey, warte mal, was ist denn das? Das ist gar kein... Das, ich dachte, das ist ein Spieler. Das ist ein, was ist denn das für ein Ding? Seht ihr das? Das war 113 Elite. Ich dachte erst, das ist ein Spieler, der schon einen Mount freigeschaltet hat hier. Weil du hast ja quasi hier keine Mounts, ne? Also das ist ja kein kopierter Char, sondern ein Char, der quasi frisch erstellt ist. Ob ich den Stuhl im Stream aufbaue... Ich werde ihn mal zeigen, den Stuhl, und mich dann dementsprechend auch nochmal bedanken, wie ich es beim Greenscreen auch schon gemacht habe. Aber ob ich den Aufbau im Stream, ob ich mir die Blamage antun will, ich muss mir jetzt erstmal einen raussuchen. Das muss ich jetzt die Tage machen. Und dann werde ich ihn bestimmt auch aufbauen, aber ob ich das im Stream mache, weißt du, da kannst du dich nur blamieren, das ist die Sache. Oh, was, wie sieht das? Das sieht ja hier ganz anders jetzt auf einmal aus. Oh, hört ihr das? Da kommen auch andere Geräusche. Ach, schau mal an, hier ist auch ein Weg runter. Wahrscheinlich hätte man doch hier irgendwie durchgekonnt. Crimson Forest, okay. Oh, das ist alles ein bisschen mystischer jetzt auf einmal. So nach so einem typischen Hexenwald aus. So. Oh, und da ist irgendein großer Baum. Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal hier hinten rum. Oh, was ist das für ein Haus? Oh, da ist eine Ra-Hexe drin. Wieder so eine hässliche. Was hatten die live? Na gut, die wollen wir nicht killen. Ich dachte mir schon. Also hier laufen verdammt viele Ram-Ups rum. Oh, oh, oh. Bloß weg hier. Also nicht, dass ich die Rare-Hexe nicht easy umboxen würde, aber das würde jetzt zu lang dauern. Das würde den Rahmen von dem Video sprengen, wenn ich jetzt jeden Rare umhaue, den ich hier quasi antreffe. Wir laufen jetzt erstmal hier am Rand im Gebirge rum und schauen dann mal... quasi in der Küste und vor allem den Baum will ich mir angucken, was bei dem abgeht und was da oben ist. Ob man da irgendwie nochmal rum kann oder so. Das werden wir jetzt mal gucken, was haben wir hier. Gut, die Rehe, das ist jetzt nichts Spektakuläres. Ach, und da, warte mal, ist das so ein, ist das, was ist das für ein Viech? Das ist auch sowas, schau mal an, das ist auch so eins von vorhin, das irgendwie so hölzern ist, ne? Die ist verdammt dunkel. Hat eine Glatze. Die sieht komisch aus. Okay. Gut, gut. Ich nehm mal schwer an, dass wir hier in dem Wald noch mehr von diesen hölzernen Viecher sehen werden. Und hier oben haben wir gerade gesehen, dass ein Ram-Up rumläuft. Frostelementar ist am Start. Need to get closer. Okay, jetzt mal schauen, wie weit wir da hochkommen. Ich nehme mal an... Kommen wir da durch? Dann hätte ich ja vorhin auch da durchlaufen können. Dann bin ich einen totalen Umweg gelaufen. Nee, ich glaube, hier hat der Weg auf, ne? Also da ist nicht mehr viel. Jetzt schauen wir mal, was da hinten noch ist. Ah, doch, schau mal, da oben kommt man anscheinend doch durch. Aber dann kommen wir einfach wieder auf die andere Seite und da waren wir ja schon. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt nicht hin. Ich will jetzt nochmal da hinten gucken, was da ist. Das sieht... Okay, da ist anscheinend doch nicht so viel, wie ich dachte. Oh, da ist ein Skelett. Schauen wir mal, ob das Skelett was kann. Das sieht nach einem großen Dino aus. Seht ihr das? Das sieht nach einem verdammt großen Dino aus. Und das da 2.0 gammelt darum, dass ich übrigens heute bekommen habe, das und das da Mount, ne? So, okay. Dann würde ich sagen, laufen wir hinten mal entlang. So rum und schauen, was da noch ist. Schauen wir mal. Ach, die Berge, die faszinieren mich immer noch. Für eigentlich nur eine kleine Insel, was Kultiras ja ist. Ist das schon ganz schön groß, ne? Gut, wenn wir es jetzt sehen, oh gut, es ist im Vergleich, Kultira ist genauso groß wie Broken Shore quasi, aber der Scaling stimmt ja hier immer nicht so ganz, ne? Also, so im Vergleich. Und so langsam frage ich mich, wenn du jetzt mal hier siehst, wir sind ja vorher früher mit dem Boot hier immer rübergefahren. Wie konnten wir denn Kultira, Sandala, die Broken Isles und hier Pandaria immer nicht sehen, wenn wir hier rüberfahren. Du musst ja quasi irgendwie da durch. Also eigentlich kannst du da nicht durchfahren. Warte, ich bleib jetzt mal stehen. Eigentlich kannst du ja hier nicht durchfahren, weil da der Malstrom ist. Eigentlich musstest du ja, um von
von SW hier rüber zu kommen, musstest du ja eigentlich an Pandaria vorbeifahren. Eigentlich müsstest du Pandaria jedes Mal gesehen haben, ne? Obwohl, gut, Pandaria ist in einem komischen Nebel, ne? Vielleicht hat man es deswegen nicht gesehen, aber naja, so viel dazu. Jetzt wird die Map langsam richtig vollgepackt, ne? Wenn sie noch irgendwo eine Insel unterbringen wollen, da wird's zwar ganz schön eng, ne? Hier, da wird's richtig eng. Irgendwo ist doch die Goblin-Insel auch noch, ne? Die ist gar nicht auf der Map drin. Die ist nicht auf der Map. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder diese hässlichen Viecher. Die wahrscheinlich wieder die ganze Stadt hier, ja. Schau mal, die hat jetzt ein Schweinegesicht. Was sind denn das für Dinger? Die werden ja immer hässlicher, die Viecher. Da haben manche ein Schweinegesicht und manche irgendwie wie so ein... Oh, und das ist anscheinend die Gottheit hier, oder? Die angebetet wird. What the fuck? Büsche an der Tür. Also das ist auf jeden Fall eine Stadt, die uns ziemlich feindlich gesinnt ist und die ziemlich hässliche Bewohner hat. Ich glaube, da reiten wir wieder raus und schauen uns lieber mal diesen großen Baum an. Ich weiß nicht, was für Experimente hier gemacht werden. Oh, und da haben wir wieder so einen großen Baumviech. Oh, das sieht ein bisschen anders aus, oder? Ist das andere? Das ist ein bisschen bulliger. Das haut auch ein bisschen mehr rein, hä? Komm, nee. Du kriegst mich nicht. Gut, Wölfe kennen wir. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Ja, das Undaster Mount ist gedroppt. Das habe ich heute gekriegt. Ich war sehr, sehr happy. Kommt morgen ein Video zu. Also für euch ist es quasi schon gekommen, weil das Video wird hier wesentlich später kommen. Als das Undaster Video. Aber ja. Was ist denn hier los? Es ist anscheinend... Oh, what the fuck? Was ist denn hier los? Seht ihr das? Da wird eine ganze Baumarmee gemacht. Shit! Was haben denn die vor? Schaut euch mal das an. Das ist dieser große Baum. Okay. Ich glaube, die Natur schlägt zurück. Was ist da los? Weißt du, an was mich das erinnert? Irgendwie so an dieses Game of Thrones, wo die auch in diesen komischen Wurzelbaum reinlaufen. Da gibt es auch diese Waldmenschen. Ich glaube, die haben hier irgendwas Größeres vor. Okay. Schau mal, da sind noch mehr von denen. Was haben die denn vor hier? Ich glaube, die wollen Krieg anfangen. Also, keine Ahnung, man baut hier keine so eine riesen Armee hin. Schau dir das mal an. Der ganze Wald ist voll von den Viechern. Schau dir den Shit an. Da sind ja noch mehr. What the fuck? Sie haben einen Menschen gefangen. Okay. Das ist sehr cool. Das hätte ich nicht erwartet, dass der ganze Wald voller so Baumviecher ist. Ja, richtig nice. Aber die meisten stehen da einfach nur, ne? Ja, nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal. Das ein Flugpunkt ist im Wasser. Wahrscheinlich ist es wieder so einer, wo ich vermute... Oh, wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Achso, da kann man also so hochlaufen. Ich würde sagen, wir gleiten da jetzt einmal rein. Das kann ich nämlich ganz gut. Und schauen uns das mal an. Das ist anscheinend ein Port, also quasi ein Hafen. Ein paar Verbündete, oder Neutrale zumindest, und ein paar, die uns... Schau mal, der Händler ist... Der quatscht mit jedem quasi. Ja gut, der hat hier... Ja, schau mal, der hat einen 30-Platz-Spec hier. Inscription, achso. Also nicht für jegliche Materialien. Okay, so viel ist hier unten gar nicht. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie soll hier ein Flugpunkt sein. Aber das kann natürlich auch... Hey, das ist ein Nachtelfenschiff, sehe ich gerade, ne? Hier ist ein Postkasten. Das ist ein Nachtelfenschiff mit einem Aufbau hier. Ich will wissen, was da oben ist. Da oben sind schwebende Kisten, okay? Gut. Wissen wir Bescheid. So, dann würde ich sagen, laufen wir aus dem Ding wieder raus. Anscheinend doch kein Flugpunkt. Ich hätte ja jetzt vermutet, dass da so ein Ding ist. So ein Punkt, wo vielleicht so ein Schiffchen anlegt, wo man mitfahren kann. Eingangs hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich gehört habe, zumindest, Hörensagen, ne, dass hier sowas geben soll, ne. Aber wo die Punkte sind, weiß ich natürlich leider auch nicht. Gut, da hinten haben wir jetzt noch ein Stück, das wir erkunden müssen. Und obwohl ich dachte, dass das Video hier kürzer wird, das erste, sind wir auch schon wieder bei einer gewissen Zeit. Mal gucken, ob es noch was Beeindruckenderes gibt, als den Wald hier, wo die ganze Armee rumläuft. Weißt du, welche Pandaria World Boss Mounts ich habe? Ich habe das von Undaster heute bekommen und ich habe das von Nalak habe ich mir mal für 5 Millionen im Black Market gekauft. Also die beiden habe ich. Mir fehlen noch Rödon und quasi das Char-Mount, ne? Und dann natürlich das nach Vorin Rukma. Also sprich, von 5 World Boss Mounts habe ich jetzt 2, ne? 3 fehlen noch.
ja, wird schon. Ich bleibe auf jeden Fall dran. So, hier sieht es dann auch wieder ein bisschen normaler aus. Hier haben wir wieder so eine kleine City, da sind ein Haufen Feinde drin. Das sind aber Menschen, die uns aber nicht mögen. Und hier ist auch so eine Hexe. Gehen wir lieber zu einem anderen Punkt dahinter. Die haben aber coole Mounts, muss ich sagen. Und die sehen aber ein bisschen verflucht aus, seht ihr das? Die sehen nicht so ganz sauber aus, die Dudes. Ich glaube, die lassen wir lieber in Ruhe. Einen kleinen See haben wir hier. Aber hier ist jetzt wieder ein ganz anderes Feeling. Da hinten haben wir eine große Stadt. Schauen wir mal, was da noch so ist. Und man kann hier anscheinend doch außen rumlaufen, ne? Da hinten... Gucken wir mal kurz. Achso, da kann man wahrscheinlich auch irgendwie hoch. Waren wir hier schon? Nee. Und schau mal, hier ist anscheinend so eine Mine, weil ich sehe hier schon so Schienen. Und da sind Spinnen. Und zwar ziemlich hässliche Spinnen. Die sehen verdammt hässlich aus. Kennt ihr das, wenn was schön hässlich ist? Also Spinnen sind ja an sich eklige, hässliche Viecher, aber die sind gut animiert, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, die kennen wir schon, die Art. Oh, und ich bin runtergefallen. Ich wollte eigentlich hier einmal nach oben. Was ist denn mit dir? Warum? Ich bin da echt zu blöd für. Komm, Shadow Meld jetzt hier. Einmal weg. Ah, hier kommt man anscheinend noch weiter hoch. Sollen wir da mal gucken, wo wir da hinkommen? Ach komm. Komm, du dreckige Spinne. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt ist vorbei hier. Schauen wir mal, wer der Hunter ist. Ich oder die Spinne? Tausend EP gab das. Wie viel EP brauchen wir dann eigentlich für Level Up? 717.000 EP brauchen wir. Das ist eine ganze Ecke. Jetzt können wir auch ein bisschen hochlaufen und dann können wir eigentlich nochmal runtergleiten. Dann sehen wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr von dem Ganzen, so ein bisschen von oben. Was haben wir hier oben? Oh, das ist ein Hordenlager. Goblins? Die sind Totenkopf-Elite, ne? Scheiße, 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 scheiße. Oh nein, da kommt noch einer. Ich muss hier weg. Hui. Okay. Das war nicht das, was wir wollten. Also in dem Lager waren wir. Hier sind noch ein paar Gebäude. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal in diese große Stadt hier rein. Weil da oben wäre ich quasi sicher verreckt. Und dann gucken wir mal. Wie weit die HP runtergeschraubt ist. Ich habe mit 110 als Tank wohlgemerkt. Oh, super, hier sind Gegner. Die wollen mich nicht. Ich habe 36.000 live als DH-Tank, ne? Oh shit, also hier, das ist anscheinend auch ganz schön verflucht. Hier sind auch einige Rare-Mobs. Ich will jetzt am besten wieder aufmounten, deswegen darf ich am besten nicht an irgendwelche Mobs hinlaufen. Oh, und hier seht ihr, hier sind diese Mobs, die auch ein Shadow beschwören kann, ne? Jetzt sind wir aus dem Kampf raus. So, also hier ist nochmal eine größere City, so wie es scheint. Wir wollen uns jetzt aber mal das große Haus da anschauen. Und hier ist anscheinend einiges verseucht. Es geht so ein bisschen in die Richtung Schafverseucht, aber wahrscheinlich ist es was anderes hier. Und das ist eine Instanz, wie es scheint. Vielleicht können wir einen kleinen Einblick gewähren. Das sieht so ein Gruselhaus, sieht das aus. Schauen wir mal, ob wir reinkommen. Dann können wir uns zumindest vielleicht mal anschauen am Anfang. Ui, was ist denn da drin? Die Map ist auch schon da. Warte mal, können wir... Das ist unten. Das scheint groß zu sein. Schau mal an. Das scheint ziemlich groß zu sein. Das Ding. Gut, die Instanz werden wir uns jetzt nicht anschauen. Das schauen wir uns im anderen Videoteil an. Sieht sehr, sehr cool aus. Aber wir gehen jetzt erstmal hier raus. Wie gesagt, das schauen wir uns wann anders an. Aber zumindest schon mal zum groben Reinschauen. Ja, ich nenne das Ding jetzt mal... Gruselhaus, ja, als Spitznamen. Keine Ahnung, wie das wirklich heißt. Für mich ist es das Gruselhaus. Ich habe schon die Piratenbucht gefunden, ne? Ich habe eigene Namen für die Instanzen. Das hier unten war die Piratenbucht für mich und das ist das Gruselhaus. Und hier in Boralas war auch eine Innie, aber da bin ich nicht reingekommen. Da haben sie mich nicht reingelassen, weil da stand nur Mythisch-Modus verfügbar. Das ging leider nicht. Die ist nice, die Instanz, okay. Ja, also sobald ich mal hochgelevelt habe, beziehungsweise mein Char ein bisschen gegiert habe, ich möchte ja den Druid auch spielen, werde ich dann... Gruselhaus passt, okay, wunderbar. Dann werde ich mir mal die Instanzen auch anschauen. Dann machen wir zu jeder Instanz auch ein Video. Oh, shit. Muss bloß schauen, dass ich hier aus dem Laden rauskomme, sonst hauen die mich zu Brei.
Also so ein bisschen hier, das Thema von dem Gebiet ist so ein bisschen hexenmäßig verflucht angehaucht, ne? Gefällt mir aber sehr gut, ist ein bisschen Kontrast zu dem anderen Gebiet. Eigentlich sehr nice. Okay, jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, also hier, die ganze Insel oder Kontinent, je nachdem, wie man es betiteln möchte, ist wahrscheinlich, wenn du fliegen kannst, wesentlich einfacher. Es sind scheiß viele Gebirge, es ist ziemlich viel Wasser. Also ich glaube, wenn du, keine Ahnung, hier unterwegs bist, hier unten irgendwo und da nach oben willst, bis du da hingelaufen bist, da bist du wahrscheinlich unterwegs. Also da wirst du wahrscheinlich gut Flugrouten auch benutzen. So, jetzt guck mal da oben noch, was das für ein Laden ist. Hier waren aber kaum verbündete Städte, ne? Die waren meistens alle feindlich gesinnt mir. Okay, da haben wir so einen netten Park. Sieht aus wie eine Hochzeit. Siehst du das? Wie so eine Hochzeit sieht das hier aus. Aber die anscheinend schiefgelaufen ist, weil hier ziemlich viele Wölfe und Blut ist. Also, ich kann mir vorstellen, dass hier eine Gemetzel gab mit Wölfen. Hier sind auch noch ein paar. Jetzt würde ich sagen, gehe ich mal zu dem Leuchtturm dahinter und dann werden wir das Ganze beenden. Ich glaube, hier das kleine Stück habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich nehme jetzt mal an, da ist jetzt nichts sonderlich Spektakuläres mehr. Hier könnte man wahrscheinlich einfach runterlaufen. Ich nutze mein Gleiten und gehe einmal zum Leuchtturm. Siehst du mal, wie riesig die Berge hier sind, ne? Krass. Krass, krass, krass. So. Da haben wir sogar einen Dude. Ach, hier sind Elfen. Und normale Allianzwachen. Also mal wirklich richtige Allianzwachen, wo ich weiß, dass die mit uns verbündet sind. Ich hatte vorher auf dem anderen Gebiet, hatte ich so quasi so Boralus-Wachen, ne? Also von Kultiras, die ein Allianz-Symbol haben, die mich angegriffen haben als Allianzler. Wo ich mir dachte, what the fuck? Okay, komme ich zu dem Ding irgendwie hoch, zu dem komischen Leuchtturm? Oder wollen die das nicht? Warte mal, da hinten ist ein Weg, ne? Ah, das ist ein großer Leuchtturm, wie in Babylon. Oder war der in Babylon der große Leuchtturm, oder war das eine andere Stadt? Okay. Was für Scheiße. Können wir vielleicht auch noch reingehen? So zum Abschluss. Ist das so steil? Komme ich da nicht hoch? Allianzwachen und Dings? Okay, nee, die haben die Tür zugesperrt, die wollen einen hier nicht reinlassen. Können wir nochmal einen Blick aufs Meer genießen, sieht eigentlich ganz cool aus, ein bisschen neblig. Ja, sind wir mit dem Gebiet auch durch, ich glaube, wir haben alles erkundet. Könnt mir ja gerne schreiben, wie ihr das Gebiet fandet, auch gerne, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich werde jetzt die anderen Gebiete aber auf jeden Fall noch erkunden, also sprich, eins habe ich auf Kultiras noch offen, hier dieses Stormsong Valley, das werde ich mir als nächstes angucken. Was ist denn das für eine Krake eigentlich? Wenn es genauso cool ist wie der Baum hier unten, dann wird's episch. Gut, das werde ich mir als nächstes nur angucken und dann, wie gesagt, Zandala. Was ihr sonst noch von der Beta sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde mir das durchgucken und ja, werde sicher noch das ein oder andere auf der Video auf der Beta drehen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.